Mist. Ja, ich habe sie getroffen. Und coole Sache. Okay, ihr wollt eine Waffenkammer. Dann bekommt ihr auch eine Waffenkammer. Oh Gott, das sind jetzt nochmal ein paar hundert Leute mehr. Das ist echt überraschend viel. Noch mehr Felder. Wie wär's mal mit mehr Bauern? Dann könnt ihr dann auch dementsprechend ernten, wie ihr es braucht. Seht ihr und dann erntet ihr. Bekehrter Bauer. Und dann geht das Ganze noch ein Stück schneller als sonst. Bekehrter Bauer. Und dann, Bekehrter Bauer. Mist, die eine Mission war ja keine Getreidenot, verdammt. Bekehrter Bauer. Bekehrter Bauer. Getreidenot gibt's noch nicht. Allerdings gibt's wenig Getreide. Häuser wollt ihr, das ist gut. Dann habt ihr von den Feldern schon mal genug. Theoretisch zumindest. Praktisch ist dann immer noch eine Sache. Ach nee, Moment. Zurück. Das ist einfach, wenn man an der Rückseite der Häuser lang geht. Dann hat man nämlich nicht das Problem, dass zwischendurch es eventuell dazu kommt, dass Häuser einfach nicht dazwischen passen. Und man kann sie am Ende noch verbinden. Schön praktische Sache. Und gute Laune haben sie hier komplett, weil einfach wirklich überall hier drumherum der Belustigungskram ist. Schon mal ganz cool. Ich hoffe mal, das sind jetzt langsam genug Häuser. Ich meine, in jedes Haus können. Wir können da rein. 8 Leute. 100 Häuser, 800 Leute. Naja. Moment. Oh, ich dachte schon. Aber es werden immer mehr Häuser. Und demnach gibt es auch immer mehr Platz. Wenn die jetzt noch fertig werden. Okay, was ich euch noch zeigen wollte, war der Namensbrunnen. Und da können wir jetzt eingeben, was wir so wollen. Und in Anlehnung an South Park. Unser Douchebag. Da habe ich nämlich herausgefunden, dass er es am Ende Sackfresser heißt. Moment, ich wollte noch mal die Statistik über den sehen. Da, Zufriedenheit minus 0,39. Stimmung gleichgültig. Gesundheit 100. Azteke ist Förster. Die gesamte Stimmung ist immer noch auf. So lala, würde ich sagen. Oh, da hinten wird es wieder schlechter. Vielleicht sollte ich da einfach nochmal. Eine Uni haben wir noch nicht gebaut. Und die hier muss ich irgendwie noch aufmuntern. Da kann ich am besten wohl mit Verschönerungen arbeiten. Und wenn ich Glück habe, kann ich hier sogar noch bauen. Wenn nicht, dann passen die da nicht mehr hin. Oh, dieser Farbencocktail, der hier immer rumrennt, ist so cool.
Manchmal sieht das echt richtig klasse aus. Noch einer, ja. Wo haben wir noch Platz? Ach klar, dahinter haben wir noch. Wenn man den dann da bauen kann. Jetzt können wir noch eine Säule bauen. Hier unten am besten noch eine, wenn da irgendwo noch. Da ist noch Platz. Und das sollte dann die. Wow, das ist bunt. Das ist wirklich bunt und das sieht verdammt cool aus. Und da steigt die Zufriedenheit bis sonst wohin. So. Und jetzt hatten wir doch hier irgendwo Aufgaben statt. Erreiche eine Bevölkerungszahl von 1000. Pflegefelder, ne? Bewässere jeden Tag deine Felder. Jeden Tag? Ich glaube nicht, dass ich den jeden Tag bewässert habe. Aber ich hoffe mal, ich komme damit irgendwie durch, dass ich die hin und wieder bewässert habe. So, meine Kreatur ist wieder fit. Das bedeutet ein neuerlicher Angriff. Kommt die da überhaupt noch raus? Ich hoffe es mal. Ich habe meine Kreatur eingebaut. Das gibt's nicht. Mal sehen, ob die davon alleine wegkommt. Nee. Ich hab die so gut eingebaut. Oh Mann. So gut müssen wir erstmal bauen, dass die Kreatur nicht mehr zwischen zwei Häusern durchkommt. Oh, jetzt habe ich hier wohl. Moment. Nein. D war es, genau. Ah, passt wieder. Nein, du gehst jetzt nicht dahin. Du attackierst die jetzt da drüben. Genau, mit dem Markierung wieder dir auch. Oh Mann, das wird jetzt langsam echt viel. Verdammt, wo soll ich die alle unterbringen? Das sind jetzt 700 und ich habe 500 Hütten schon gebaut. Also Platz für 500 Leute, 500 Hütten habe ich jetzt noch nicht gebaut. Aber so langsam wird der Platz eng. Na gut, ganz stimmen tut das auch nicht. Ich habe ja jetzt hier praktisch die komplette Wüste, die ich hier zubauen kann mit Häusern. Ja. Theoretisch. Praktisch natürlich dann immer eine andere Sache. Das wäre ein bisschen viel Aufwand und ich glaube, bis dahin habe ich überhaupt kein Holz mehr. Was haben sie mir denn alles geklaut? Da muss ich mir die Bäume von irgendwoher importieren lassen. Oder irgendwas in die Richtung. Ich habe eine Idee für die Lösung von dem Problem, dass man alle Leute in einer Armee, alle Männer in einer Armee stecken soll. Das muss man ganz am Anfang machen. Gibt es nur 20 Männer. Und die kann man alle in der Armee stecken. Theoretisch. Häuser. Ja, ist schon klar, dass ihr Häuser wollt. Problem ist, die müsst ihr dann eben noch bauen. Ja, die müsst ihr noch bauen. Was sage ich mit meiner Kreatur? Hey, 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 die hat. Genau, fang die Bälle und wirfst sie denen wieder zurück oder. Wirf. Ach komm. Hast du einen gefangenen Ball und dann. So geht's natürlich auch. Ich meine, ein Katapult abfackeln läuft bestimmt auch. Ja, es müssen wirklich Armeen sein.
Es könnte ein Problem geben. Das Bogenschützensinn. Man kann es einfach probieren, indem man vielleicht es schafft, die Krieger da wegzulocken. Vielleicht funktioniert's. Die Krieger, also die Schwertkämpfer weglocken und dann von den Bogenschützen getrennt platt machen. Dann werden die Bogenschützen aber auch kommen. Das ist natürlich jetzt wieder so eine Sache. Ich hätte die Kreatur am Anfang direkt immer wieder angreifen lassen sollen. Oh ja, ein Feuerball, das ist gut. Und jetzt gehst du. Wow, die halbe Armee brennt. So, und jetzt. Jetzt kommen schon die Feuerpfeile wieder. Lauf. Was? Die ziehen dich zurück? Ist das peinlich. Gut, und du heilst dich jetzt erstmal. Am besten mal zweimal. Ja, mach dir erstmal die Pfeile raus und heil dich nochmal, schlaf dich eine Runde aus. Und dann können wir es nochmal probieren. Oh Mann, die sind ja schon fast schon wieder fertig mit den ganzen Häusern. Das ist ja echt. Anfang bauen die überhaupt nicht. Da haben sie gar keinen Bock drauf. Und dann, wenn sie dann welche brauchen, dann bauen sie wie die Weltmeister hier. Ah, verrückte Welt. So, mal sehen, ob ich damit noch. Ah. Sehr gut. Meine Kreatur ist schon fast wieder fit, wenn man da oben mal auf den Balken guckt. Demnach kann ich da gleich einfach versuchen mal die... Oh, vielleicht greift sie ja wieder mit dem Feuerball an, das wäre ja eine schöne Sache. Einfach mit dem Feuerball, dann wären die dann schon mal... Zumindest mal ein bisschen weiter eingeschränkt. In ihrer Anzahl vor allem. Na, aber das sollte jetzt langsam mal reichen hier, die Häuser. Geburtenrate ist, glaube ich, immer noch hoch, oder? Ah, niedrig, Glück gehabt. Wenn die hoch wäre, oh Gott. Bei so vielen Leuten eine hohe Geburtenrate. Ja, meine Kreatur hat ausgeschlafen. Moment, ich schicke die einfach hier hin. Dann checkt die vielleicht, dass er von alleine angreifen soll und schmeißt einen Feuerball darüber. Ansonsten. Oh, das wäre eine Idee. Jetzt haben wir ja. Oh ja. Sie hat halt alles geblitzt. Lauf, verdammt. Und jetzt Angriff. Angriff. Verfluchte Hacke. Komm, jetzt stampf zumindest eins, zweimal drauf. Zerschmettert das Monster! Ach, komm schon. Okay, das war's. Meine Idee war jetzt, da ich ja jetzt eh so viele Leute habe, wieso nicht mal ein paar davon abstellen, damit ich da ein bisschen Luft kriege, weil die sind ja dann weg, die brauchen ja keine Hütten mehr oder sonst was, die brauchen ja nur Essen und Essen ist ja genug da, soweit. Ja, genug Felder, genug Bauern. Hütten sind dann auch genug da, wenn sie wiederkommen.